Moin Moin und Hallo. Heute möchte ich euch gerne zeigen, wie ihr an einer KitchenAid Artisan Espresso-Kaffeemaschine und zwar eine Siebträgermaschine und zwar die, die wir alle lieben und benutzen können. Das heißt, jeder kann Kaffee machen, so wie ein Barista. Also, zurück zum Thema. Wie wir dort die vorprogrammierte Wassertemperatur beeinflussen können. Es kann ja sein, dass, wenn ihr hier einen Shot euch zieht, dass es dann einfach zu kühl ist. Nicht außen, sondern in der Tasse. Selbst das Vorglühen oder Vorwärmen auf dem eingebauten Kaffeewärmer obendrauf reicht uns nicht. Und das Spülen mit heißem Wasser reicht uns nicht. Also für die ganz Heißen da draußen. Dann hält uns die Firma KitchenAid an ihre Artisan-Maschine eine Kaffee-Programmierungstemperatureinstellung bereit. Und zwar niedrig, mittel und hoch. Es kann natürlich auch sein, dass ihr sagt, ich bin ein cooler Typ und ich möchte es nicht so hot haben. Dann seid ihr auch hier genau richtig. Als allererstes, die Maschine muss an sein. Das heißt, wir schalten sie an, hinten am Anschalter zuerst und dann lassen wir sie hier auf Temperatur kommen. Sie sollte also im ganz normalen im Betriebszustand sich befinden. Jetzt drücken wir für 3 Sekunden, ich gehe näher ran, die Modus-Taste. Okay, hier ist die Modus-Taste, hier ist die Mengentaste, hier ist die Entkalkungstaste und hier ist die Auswahltaste. Wir drücken jetzt die Modus-Taste im Cappuccino, ach nicht im Cappuccino, sondern im Espresso-Sektor. Ne? Das heißt, dieser Sektor, nicht dieser, nein, auch nicht dieser. Dieser hier war Wasser und der wäre Dampf. Wir gehen auf Espresso. Und auf 1 ist Standard, ja. Und dann halten wir jetzt diese Espresso-Tasse für 3 Sekunden lang gedrückt. 1, 2, 3. Nun befinden wir uns dort, wo wir hin sein wollten. Das da sagt uns an. 2 LEDs sind an, mittel. Alles klar? Der mittlere Grad der Temperatur ist jetzt da. Das ist die werkseinseitige Standard. Und ich habe jetzt über 10 Sekunden gelabert. Das heißt, wir sind schon wieder in den Speicherungsmodus gekommen. Okay? Das heißt also, wir können demzufolge nochmal drücken und halten. Und dann sind wir drinnen, wieder im System. Es sollte wieder blinken und das tut es. So, und nun können wir demzufolge natürlich die Einstellung verändern. 3 LED bedeutet hoch, höchste Temperaturstufe. 1 LED bedeutet niedrig. 2 LED ist Werkseinstellungs-Setup, sprich mittel. Wenn ihr also richtig heißen Shot haben möchtet, dann geht ihr hier auf die 3 LED. Wenn ihr eine lauwarme Suppe haben möchtet, dann 1. Wenn ihr eine standardisierte Temperatur haben möchtet, dann ist Nummer 2 euer Bereich des Auswählens. Wir nehmen jetzt 3 und um das jetzt zu bestätigen, drücken wir hier drüben auf die Taste und haben es damit bestätigt. Jetzt ist Nummer 3, sprich eine hohe Temperatur. Das heißt, wir haben richtig heißen Kaffee am Start dort drinnen. Richtig heißer Kaffee ist also jetzt da. Wir können aber auch noch anders abspeichern. Habt ihr ja vorhin schon gemerkt, wenn ich drauf drücke und ins Setup gehe, bis es blinkt und dann meine veränderte Blinkung mache. Jetzt habe ich nur niedrig eingestellt und jetzt 10 Sekunden laber oder warte. Also man muss nicht labern mit der KitchenAid unbedingt, das könnt ihr aber trotzdem. Und in diesen 10 Sekunden geht er dann automatisch in den Abspeicherungsmodus hinein. Und so, seht ihr, haben wir jetzt diesen Wert gespeichert. Jetzt wieder nochmal als Beispiel, wir drücken und halten die Espresso-Taste. Es fängt an zu blinken. Jetzt machen wir wieder Mittelfeld und drücken hier auf Start. Jetzt ist auch dies direkt abgesaved worden. Nun haben wir also ermittelt, wie wir bei der KitchenAid Artisan Espresso-Maschine unsere Temperatur für den Kaffee oder halt für das Wasser, das gilt ja auch dann für Wasser und Co., einstellen könnt. Und nun haben wir heißen, mittleren oder etwas kühleren Kaffee, so wie ihr es möchtet.
So kann man seine Maschine viel besser personalisieren. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Tzu.